Bin wieder auf dem Weg. Diese Äste an diesem Baum sind perfekt für ein Feuer. Vielleicht rede ich ein bisschen oft übers Feuer, aber das macht hier absolut eine Lebensqualität aus. Ja, ein schönes Nachtlager mit trockenem Holz. Gehört zum Staatsbetrieb Sachsenforst. Ich bin gerade hier hin. Da stehen ein paar Birken. Wegen Zunder, wisst ihr? Aber die leben noch, da will ich mir nichts wegnehmen. Es riecht gut. Bin gerade ganz müde. Ist alles so eine Art Bauhausstil. Soll ich das erklären, was ich gerade meine? Weiß ich nicht. Alles ein bisschen cleaner und monochrom. Aber ich mag das. Das ist alles so manchmal fehlen mir die Worte. Sagen wir mal so, reduziert auf das Wesentliche. Von der Kilometermarschzahl bin ich ja eher ein bisschen entspannter gerade unterwegs. Da kann ich mehr Freude generieren. Ich habe für heute auch kein besonderes Ziel mehr. Ich laufe hier einfach in der Gegend rum. Pfütze, gefrorene Pfütze. Nur nahezu perfekten Nachtplatz finden. Das ist meine Intention für heute. Solche Rüttelgassenwege laufe ich eher seltener, wie es mir gerade in den Sinn kommt. Jetzt halte ich Ausschau nach dem Nachtplatz. Manchmal muss man, um vorwärts zu kommen, auch wieder zurück. Ja, ich bin irgendwie in ein Gebiet gekommen. Hat mir nicht gefallen. Man kommt zu nah an Zivilisation. Und ein bisschen muss ich ja gucken, dass ich morgen früh Nachmittag wieder am Auto bin. Jetzt gucke ich gerade hier wegen Nachtlager. Schwierig. Das
Alles sehr uneben. Hier habe ich einen Platz gefunden. Hier kommt Tipi hin. Und hier machen wir Feuer. Und von diesem Geäst haben wir hier jede Menge. Dazu geht hier ein Lüftchen. Ja, weht manchmal ganz recht stark. Kommt hier durch die Schneise. Man kann ja alles haben. Ja, ansonsten die gleiche Chose wie gestern. Hier gibt es ganz viele Fichtenzapfen. Die muss ich erstmal wegkratzen, damit ich schön schlafen kann. Probieren wir, ob die brennen. Puh. Also man kommt schon ein bisschen erschöpft an, nützt aber alles nichts, aber jetzt geht weiter. Ich schnitze mir gerade ein paar einfache Zeltheringe. Die Schneeanker von gestern gehen zwar, aber ich habe mir einen kaputt gemacht. Das will ich heute vermeiden. Also die sind ja nicht ganz billig. Genau, drei habe ich. Sechs ist Minimum bei dem Tipi. Und 1, 2, 3, 4. Achte, neune, zehne. Noch besser. Kann man besser abspannen. Boden ist nicht so gefroren, dass man den hier reinbekommen könnte. Geht sehr gut hier. Ich baue mal als erstes meinen Shelter auf. Da ist man auf der sicheren Seite, wenn mal was ist. Schwäche, Einbruch. So, Schlafsack noch rein, Isomatte aufpumpen. Dann geht's ans Feuerholz. Wenn sich so eine Größe mit dem Fuß perfekt durchknacksen lässt, ohne dass es morsch ist, perfekt. Der Wind hat nachgelassen. Sehr schön. Leichter Schneefall. Hier habe ich jetzt alles vorbereitet. Hier besonders trockenes für den Anfang, kleines, mittleres. Und hier probiere ich mal das. Ich glaube, das nennt man sibirisches Feuer. Hier brennt es dann, Glut, wenn die trocken genug sind, brennen die dann auch und fallen dann irgendwann ab. Dann kann man dann nachschieben. Mal gucken. So ist gut. Brennt super. Wissen wir, was gestern war? Ja, ist heute ein bisschen trockener und leichtes Lüftchen. Ja, ansonsten sind das hier perfekte Bedingungen. Es sind keine Minusgrade im zweistelligen Bereich. Es liegt nicht zu viel Schnee, so dass man das Holz noch findet. Es schneit nicht wie verrückt, kein Sturm. Perfekt.
sibirische Feuer funktioniert oder bei mir funktioniert hat, erzähle ich euch morgen früh, wenn ich dran denke. Ich gehe zeitig ans Bett. Gestern ist es erst 24 Uhr geworden. Ein bisschen Knülle ist man schon. Das ist halt alles etwas anstrengender. Wir haben es jetzt. Oh, Moment. 18.30 Uhr. Genau. Ja, 2. Wo seid ihr? 2,5 bis 3 Stunden brauche ich irgendwie immer, um aufzubauen, das Lager, Feuerholz zu suchen. Bis man dann mal am Feuer sitzt und einen Kaffee trinken kann. Ich habe tollen Hunger. Heute gibt es, was habe ich mit? Genau, Kartoffelbrei. Kartoffelbrei gibt es. Und als Nachtisch lecker Keks und ein Stück Schokolade. Wenn nichts weiter mehr ist. Wildschweinangriff, ich sehe einen Wolf oder sowas. Sehen wir uns morgen früh, wenn ihr wollt. Bis dann. Tschüss.